Einer weiteren Runde Sky Factory 4. Natürlich mit mir, eurem Sunny. So, paar Sachen habe ich jetzt nachgeguckt und ich würde sagen, wie gesagt, Quarz ist relativ wichtig, glaube ich, dafür, dass wir vorankommen. Das heißt, ich würde gerne Soul Sand herstellen. Und Soul Sand sehe ich nur möglich in nächster Zukunft, dass wir das herstellen über XP, über Liquid XP irgendwie, die wir dann halt in unsere Dings da, in das Ding da reinschmeißen und darüber müssten wir dann gehen. So, da habe ich mir mal die Sachen hier angeguckt. Wir können hier mit Fans arbeiten, mit Conveyern. Also Conveyor werde ich nicht machen. Ich denke mal, Fans werden mir reichen und das dann kombinieren mit hier den Mob-Fan und wollen wir es? Nicht die Iron Spike, sondern hier den Mob Mesher. Sollten wir alles herstellen können? Ich hoffe, die brauchen. Also, ich muss mal gucken, ob die Strom brauchen. Also ich habe es noch keine Ahnung. Ich sehe hier nichts und dementsprechend, wir werden es ausprobieren. Wir werden die einfach mal bauen. Ansonsten, doofer Fehler. Dieser blöde Forging Hammer, ne? Ja, der funktioniert. Total gut. Wenn man sich ans Rezept hält und zwei Iron Ingots reinpackt. Jetzt. Ja, dann funktioniert er nämlich tatsächlich auch. Ganz problemlos. Hervorragend. Jetzt könnten wir uns mal den Spaß gönnen und daraus eine Gussplatte herstellen. Mit Molten Gold. Ich habe hier mal ein bisschen Molten Clay reingeschmissen. Im Endeffekt einfach hier über Clay Acorns, weil ich das ganz lustig fand. Wir brauchen für irgendwas Terrakotta, die können wir so kriegen. Und wenn wir hier das halt auslösen, ne, dann kriegen wir halt einfach mal ein bisschen Bricks. Also sollte mindestens bei rauskommen. Jo, Brick. Und Terrakotta kriegen wir hier, ne? Ja, perfekt. Ich weiß nicht mehr wofür, aber für irgendwas wollte ich Terrakotta haben. Das hatte ich zwar erst danach entdeckt. Erst hatte ich gedacht, oh, na gut, mache ich mal ein paar Bricks aus den Dingern, weil wir die halt nicht verbrauchen konnten. Ja. Ah, hier unten. Ah, ein Fluid Collector? Nee, nicht für einen Fluid Collector, sondern für einen Fluid. Für einen Hydrator. Genau, weil ich überlegen bin. Sag schon. Genau, den könnten wir eigentlich gleich mal machen. Das sollte sich relativ gut machen lassen. Dafür brauche ich einen Eisenblock. Und zwar hätte ich den gerne, um etwas Zement herzustellen. Dafür möchte ich den haben. Wir haben hier 12 Gravel. Damit kriegen wir ein bisschen was hin. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und dann würde ich nämlich eventuell die Wege halt aus Zement machen. Dann bin ich schneller. Gut, dann muss ich sie auch wieder beleuchten. Weil, ne? Aber ich fand die Idee ganz nett. Wir brauchen noch einen Terrakotta, glaube ich, dafür. Genau. Was brauchten wir hier noch dafür? Für den Hydrator? Sekunde. Hydrator. Da, den da. Zwei Eimer mit Wasser, ein Iron Block, Clay, den Dropper. Für den Dropper brauche ich das hier. Alles tutti. Ich werde mir mal kurz ein bisschen hiervon holen. Zack. So, was haben wir hier? Stone. Wir brauchen zweimal Clay. Eins, zwei. Den Rest müsst ihr drüben haben, oder? Ja, sieht gut aus. Wasser brauche ich. Sekunde. Die Buckets werde ich hoffentlich behalten. Ich meine, das ist jetzt auch nicht mehr die Katastrophe, wenn ich sie nicht behalte, aber mal gucke. Werden wir gleich sehen. Meistens behält man bei den meisten Rezepten die Buckets, aber wie es in dem Fall ist, naja, wie gesagt, das sehen wir dann gleich. So, für den Hydrator erstmal den Dropper. Zack. Und dann das Ding. Wir haben den Hydrator und wir haben die Buckets behalten. Sehr schön. Sekunde. Da fällt mir auf, dass ich den Bucket gleich mal brauche. So. Ich habe ja unten das ein bisschen automatisiert mit, indem ich das, also so zwischen, damit ich es wenigstens nicht andauern machen muss, mit dem Barrel gearbeitet. Ich kriege das nicht voll. Es ist so schnell leer gesaugt von unserer Pipe hier, dass
Ja, also der Pipe muss eine Unmenge an Lava drin sein. Okay, jetzt nicht mehr. Hier ist schon wieder ganz schön reduziert. Ich habe die jetzt hier permanent laufen. Wir müssen unbedingt dahin kommen, dass wir das über Auto-User machen, weil das von Hand zu machen ist dezent nervig. Vielleicht sollte ich hier einen Dropper drüber setzen, der mir die automatisch reinfallen lässt. Dann brauche ich mich wenigstens darum nicht kümmern, brauche nur rübersetzen. Das wäre eine Idee, das könnte ich mir mal angucken. Ich glaube, der Dropper können wir ja so umarbeiten, dass er automatisch funktionieren sollte. So, weswegen habe ich das jetzt gemacht? Um das zu zeigen. Der braucht, glaube ich, auch keinen Strom. Das heißt, ich brauche darin Wasser. Und ich kriege da auch auf normalen Wege kein Wasser rein. Was ist denn mit dem Collector? Moment. Collector. Was macht der denn? Drain fluid that is nearby and below. Filling it. Hä? Drain fluid that is nearby, filling it with blocks. Ja, also wir führen es mal ganz kurz vor. Hä? War ich wohl irgendwie mal ein bisschen schnell beim Wasser holen. So, das hier, dann habe ich hier extra Light Gray vorbereitet. Dann habe ich etwas Gravel vorbereitet. Dann brauchen wir mal Sand. 12, um genau zu sein. So. Zack. Ach komm, nur lauf. So. Dann haben wir nämlich mal ein bisschen Light Gray Powder. Nein. So. Jetzt sollte das eigentlich. Ah, es braucht auch Energie. Okay. Prinzipiell wird das so funktionieren. Energie. Energie. Kann ich einfach nochmal so ein Petrified Generator machen? Ja, kann. Hä? Den habe ich schon gemacht? Nee, den habe ich noch nicht gemacht. Combustion gemacht, ne? Combustion Generator. Genau, den Simple Combustion habe ich gemacht. Okay, davon machen wir mal noch rasch einen. Kann sowieso nicht schaden, noch einen rumstehen zu haben. So. Habe ich hier Eisen drinne? Nein, ich habe hier kein Eisen drinne. Das ist schlecht. Das ist nicht gut. Hat da gerade Lava ausgegossen? Wieso? Ja, das ist ja großartig gerade. Okay. Ach, doofe Aktion gerade von mir. Entschuldigung. So. Zack, zack. Nein! So. Wieso habe ich denn noch einen dabei? Ah. So. Und jetzt. Ah, von hier. Schon klar. So, irgendwie müsste ich da jetzt ein bisschen Eisen reinkriegen eigentlich. Vielleicht hole ich erstmal die Acorns raus. So. Dann mache ich hiervon mal ein paar rein. Machen wir die Acorns hier erstmal rein. Die können dann später reingeschmissen werden, sobald ich dann den Platz für habe. Seed Stone. Wo habe ich Seed Stone da drin? Ah, wahrscheinlich werde ich vom letzten Mal noch irgendwie übrig haben. Egal, muss ich mich mal darum kümmern, das Ding mal leer zu machen. Sekunde. Den Iron Cast lasse ich hier. So, entschuldigt. Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte eigentlich. Ah, ich bin doof. Eigentlich war ich bei den Mob-Grinder-Geschichten. Entschuldigung. Add Mob-Grinder. Und zwar, wir wollen das Ding hier bauen. Dafür brauchen wir einen Iron Spike. Dafür brauchen wir mehrere Eisenschwerter, Eisenblock und eine Menge Eisen. Wartet mal. Dafür werden wir mehr Eisen brauchen, als ich gerade habe. Dementsprechend habe ich ja zum Glück das hier so ein bisschen automatisiert.
Flup, da haben wir ein bisschen Eisen. Das sollte erstmal für einen Moment reichen. Ich habe dort übrigens einfach angefangen, wenn mir auffällt, dass der Packager voll ist mit Acorns, dann schmeiße ich die Acorns einfach direkt in die Ausgabe des Packagers. Lustigerweise akzeptiert der das, ja? Ich mache mal 7 Stück erstmal. So, Moment, für den Mobgrinder brauche ich 8 Schwerter insgesamt. Sieht so aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, davon jetzt 2 Stück. 1, 2 Stück, 2. Da fehlt mir jetzt tatsächlich nur ein bisschen Diamant. So, Diamant ist der hier. Ja, perfekt. 1, 2, 3. Dann gehe ich wieder zurück. Oh, das wäre schön, wenn halt hier wir den Weg einfach schneller rennen könnten. aber wie gesagt, da muss ich unbedingt mal gucken, wie ich das mit dem Spawning regel, weil das könnte dann doch ein bisschen unangenehm werden. So, zack. Und damit haben wir einen Mob-Masher. Was wir auf jeden Fall auch noch brauchen, ist ein Mob-Fan. Da fehlen uns jetzt Stone-Slabs für. Ich habe zum Glück Stone dabei. War zwar nicht ganz so intentioniert, aber ey, es freut mich trotzdem. Könnten wir 3 Stück machen. Machen wir erstmal 2. So. Dann haben wir das auch. Sehr schön. Ich hätte gerne aus dem Molten Iron ein paar Platten. 1. Ich würde nämlich gerne Drum herstellen. Drum. Wie viele Platten brauche ich denn? Oh, 6 Stück. Ich habe nicht genug eingeschmolzen. Wie viel ist denn noch? 2. Die Nummer 2 einschmelzen. Ich dachte, die bräuchten nicht so viel. Nochmal 1. Dabei kostet es halt so schon deutlich weniger, weil hier kostet es ja 2 Ingots. Und hier kostet es mich nur noch 1 Ingot. Also von daher ist das schon eine gute Sache, das hier rüber zu machen. Muss man klar sagen. Ja, das war halt peinlich einfach, dass ich es geschafft habe, echt zu ignorieren, dass ich das hier eine 2 immer steht. Hier steht überall eine 2. Ich muss es auch gewusst haben, weil ich weiß noch, ja, okay, das mache ich erst mit dem und dann mache ich es mit der Smeltery und habe dann einfach komplett ignoriert, ne, dass das das halt, ja, so ist, ne? Also, da war ich total großzügig beim Ignorieren. War natürlich total super. So. Gute Frage, wie mache ich denn Druckplatten aus Metall? Werden wir gleich mal gucken. Einfach 2 Ingots nebeneinander? Ja. So, davon brauche ich 2 Stück. Dann bräuchte ich jetzt eigentlich wieder eine Barrel. Dafür brauche ich das hier. Das hier. So. So, so. So, jawohl. Und dann den hier. Woohoo! Roll out the barrel. Wie viel passt hier rein? Auch nur 4,1k. Huh. War das nicht bei dem anderen genauso? Ich hätte schwören können. Damit stellt sich die Frage, wo ist der Vorteil? 4,1? Hör. Ich habe keine Ahnung, wo der Vorteil der Metal Drum zum Wooden Barrel ist. Weil mit Lava hatte das kein Problem. Ich habe keine Ahnung. Wir haben's. Juhu. So, wo war ich stehen geblieben? Wir wollten mal uns die Sachen jetzt hier angucken. So, also der hier. Braucht der jetzt Strom oder? Oh, der braucht aber lange zum Abbauen. Ich hätte für eine Sekunde gerade Angst, dass er zerstört werden könnte dadurch. So, okay. Der geht in die Richtung dann, wenn ich ihn da hinsetze. Das heißt, ich müsste jetzt halt irgendwie die Mobs da halt gegendrücken. So, wartet mal. Dann versuche ich mal, einen Lever zu machen. Lever. Echt, ich habe keinen Stick dabei. Oh Mann. Lever.
Ah, das waren vielleicht ein bisschen viele Lever. Okay, das reicht. Das heißt, der braucht sonst nichts. So, das Problem ist, wir brauchen jetzt natürlich was, was einsammelt. Dafür brauchen wir Vacuum. Vacuum. Ich glaube, da brauchen wir diesen Absorption Hopper, weil der sagt, Fluids will insert into tanks and items into inventories. Und das bedeutet für mich, dass wir tatsächlich zwei unterschiedliche Sachen haben. Oh nein, wir brauchen Eye of Ender. Nein! Ich brauche dafür eine Enderpearl. Ach, das ist doch nicht zu fassen. Was ist das hier? Unfamiliar Item. Ah, cool. Das ist ein Unfamiliar Item. Kenne ich halt nicht. Cool. Danke schön. Danke für nichts. Woher bekomme ich die Dinger? Keine Ahnung. Resonant Clathrate kriege ich nirgendwo her. Ah, das ist doch jetzt nicht wahr. Okay, also gut, ich werde daran arbeiten. Ich werde das, denke ich mal, zu. Ich denke mal, ich werde diese Plattform da entfernen und da dann das versuchen hinzubauen. Das ist dann was vielleicht für die nächste Folge. Allerdings bringt das natürlich nur sehr eingeschränkt was, wenn ich nicht eine Möglichkeit habe, das Ganze so, der Fan. Der ist ganz schön heftig. Bis wohin reicht denn der? Okay. Also hier. Jetzt ist die Frage. Ist es wirklich genau hier nicht mehr? Ich glaube ja. Erst ab hier wieder. Okay, also sind das 1, 2. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich glaube, ich kann den verbessern mit Upgrades. Add Mob Grinding Upgrades irgendwie. Aber ich glaube, dafür brauche ich Federn. Ich muss also irgendwie eine Chicken Farm machen, wie ich an Federn komme. Oder gibt's einen coolen Weg hier modtechnisch? Was ist Functional Chicken Statue? Gibt die irgendwie was? Abgefahren. Chorus Flowers, Nether Quartz Ore. Okay. Ich glaube, das wird interessant, an diese Sachen ranzukommen. Aber ist jetzt nicht so wichtig für uns. Für Seeds kriegen wir Federn. Das wäre ja ziemlich entspannt, ehrlich gesagt. Wie viele Seeds haben wir denn da? Bisschen was. Das würde uns ja reichen, um ein paar. Ups. Um ein paar Federn zu kriegen. Das dürfte Other sein, das hier und das da rein. Und dann könnten wir jetzt tatsächlich 26 Federn. Okay, das war ja wieder verhältnismäßig überraschend angenehm. So, okay, das heißt, dafür könnten wir dann Effekte machen, nämlich entweder breiter, höher oder weiter. Ich glaube, höher macht nicht so viel Sinn für uns. Breiter wäre ziemlich cool, weil im Moment ist es ja nur hier der eine. Und wenn ich da halt zwei Stück reinhaue, dann sind es ja schon eine Fünfer Breite. Ja, also das wäre schon ziemlich cool. Können wir mal probieren. Den hier. Eins, zwei. So. Schön hier hinterstellen. Zack. So, dann müsste das jetzt meiner Meinung nach schon ab hier sein. Jo. Und ich kann hier noch entlang laufen? Ja, perfekt. Okay. So, das könnte ich jetzt noch um einen erhöhen. Dann hätten wir sogar bis hierhin. Dann hätte der eine Sima Breite. Das würde uns ja schon fast reichen. Eine Sima Breite. Dann bräuchte ich vielleicht noch zwei Stück, die dann hier an den Seiten stehen und das dann darüber treiben, sodass wir die halt wirklich genau in den Mob Grinder reintreiben. Und wir könnten theoretisch auch noch die Strecke deutlich erweitern, aber das ist ja gar nicht notwendig. In so einem kleinen Raum, wo die spawnen, da spawnen die ja dann en masse. Ich muss nur testen, ob das auch mit Enderman geht. Wenn das mit Enderman geht, dann haben wir das Problem mit der Enderperle natürlich auch sofort gelöst. Das wäre ja natürlich auch nochmal eine richtig schöne Sache.
Ja, dann würde ich sagen, reiße ich mal da hinten die Plattform ab. Das wird dann im Endeffekt jetzt so eine dezente. Stehe ich hier auf Planks. Das gefällt mir jetzt gar nicht. So stehe ich hier. Ah ne, auf Planks. Alles tutti. Okay. So. So. Ich drücke Alt. Wieso werden nicht mehrere Sachen abgebaut? Hä? Sonst funktioniert das. Jetzt hat's funktioniert. Ich check's nicht. Mal funktioniert's, mal nicht. Ah, weil die nicht, weil die durch diese Kuriosität nicht als die gleichen Blöcke wahrgenommen werden. Ah, interessant. Gut zu wissen. Hatte ich nicht mit gerechnet. Okay. So. Also dadurch, dass sie halt Slabs sind, wirken sie halt nicht wie typische Blöcke anscheinend. Das ist, glaube ich, hier so das, was zu dieser dezenten Problematik gerade geführt hat. So, ich bin jetzt am Überlegen, ich würde natürlich gerne, ehrlich gesagt, würde ich gerne in das Ding reingucken können. Und das heißt, ich würde dann gerne gefärbte Blöcke nehmen, gefärbte Gläser nehmen, weil ich glaube, die sorgen dafür, dass man, dass Minecraft-technisch kein Licht reinkommt. Aber wir können halt ganz entspannt reingucken. So, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie breit soll das dann sein? Also hier vorne hätte ich jetzt gerne ein bisschen Platz. Hier ist die Mitte. Das heißt, hier müsste dann so dieser ganze Bereich, der ackern muss und machen muss und tun muss. F7 ganz kurz mal. Okay, hier ist anscheinend nichts, was Probleme verursacht. So. Zack. So, ich denke mal. Oh, da hinten aber. Okay. Ach so, da habe ich ja auch den Zaun schon weggenommen. Den ich vielleicht erstmal einfach wieder hinsetze. So. Ob ich da doch nochmal was ändere, das gucken wir dann. So. So. Okay. So, dann hätte ich hier so den Mob Crusher auf der anderen Seite. Natürlich. Und auf der anderen Seite wäre der Fan. Und der Fan hat ja eine Breite von 5. Machen wir noch einen weiteren rein. 6, 7. Das heißt, der Fan würde bis hierhin reichen und ab hier wäre Glas. Das passt mir ganz gut. Also hier Glas, hier die Mitte. Und 1, 2, 3. Hier dann wieder das Glas. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut so. Ja. Und dann haben wir hier so einen Klotz, der geht dann halt 7x7. Auf der anderen Seite haben wir den Fan, der, also den Ventilator, der drückt die Sachen dann nach hier vorne. Hier vorne werden die durch den Mob Crusher vernichtet. Und das sollte uns, da packen wir einen Item Collector ran einfach erstmal. Den müssten wir bauen können, meine ich. Item Collector. Item Collector. Den hier? Genau, den müsste ich, ja, easy bauen können. Und mit dessen Hilfe kriegen wir bestimmt in kurzer Zeit ausreichend, ausreichend. Was brauche ich jetzt alles dafür? Ich gehe mal lieber drüben hin. Da habe ich auch. Sag schon Redstone. Damit müssten wir ausreichend innerhalb kürzester Zeit an Dings bekommen, sag schon, an Enderperlen, denke ich mal, dass das überhaupt kein Problem geben sollte. Okay, wir brauchen Chests. So. So, 1, 2, 3, 4. Ich wollte nur 3 machen, egal. Wir werden irgendwann nochmal einen Hopper brauchen, den ich hier drin dann natürlich vergesse, dass er hier drin liegt. So, und damit kommen wir zum Glas. Kann ich gefärbtes Glas abbauen? Glas. Blackstained Glass. Kriege ich das einfach so hin? Ich nehme einfach Glas, mache Pulverized Coal rein. Ist das alles?
Gut, ist natürlich trotzdem. Ah, da sollten wir vielleicht eine Fackel draufpacken. So, da wollte ich eigentlich auch Strom draufbringen. Warum habe ich denn die Combustion Chamber noch nicht gebaut? Oder Simple Combustion oder wie das hieß? Hat da irgendeiner eine Idee, warum ich das jetzt noch nicht gemacht habe? Was mich davon abgehalten hat? Also ganz kurz, um das zu klären. Ich kann hierüber dann die Kohle machen, den Kohldust. Ja. So, gib mal her. Und dann... Ah, da haben wir sogar noch ein bisschen mehr. Kohldust, Glas. So, jetzt mal eine ganz doofe Frage. Kann ich dieses Glas hinstellen und wieder abbauen, ohne dass es kaputt geht? Nein. Okay, das ist ziemlich doof. Das bedeutet, ich werde wahrscheinlich relativ viel Sand brauchen. Aber okay, damit kann ich prinzipiell hoffentlich wahrscheinlich leben. So. Ich würde dann hier anfangen. So. Ja. Und dann damit den Raum umbauen. Ich hoffe, dass die wirklich kein Licht durchlassen. Natürlich wäre das Ganze jetzt aus Blast-Resistant auch interessant, aber das wäre so ein Aufwand. Oder hier das Hardened Glass oder so. Clear Black Stained Glass. Achso, da könnte ich Clear Glass nehmen. Das kriege ich einfach, indem ich Molten Glass. Das wäre eine Variante. Vielleicht mache ich das. Da könnte ich wahrscheinlich, ganz kurz, ich gucke mal kurz was. Das ist das Letzte, was ich jetzt in dieser Folge, denke ich mal, mache. Dann werde ich das aber vorbereiten zur nächsten Folge, wenn das funktioniert. Also ich mache ja Sand, indem ich den Resin mit dem hier verbrauche. Aber kann ich das Zeug einfach... Ja, ich kann das einfach einschmelzen. Dann mache ich doch das. Ich schmelze hier einfach mal eine ordentliche Menge. Okay, so ordentlich wird es nicht, weil ich nicht viel Platz im Inventar habe. Ich schmelze dann einfach mal die Acorns ein. So wie ich das ja vorher auch mit dem Clay gemacht habe. Und dann... Ah, okay. Ist hier noch... Ja, hier ist noch ein bisschen was drin. Okay. Dann kann ich einfach hier die Sand-Acorns einschmelzen und dann schmeiße ich das Ding hier an und dann kriege ich da eine Menge Clear Glass draus. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Das werde ich machen. Okay, dann heißt es jetzt aber eine sonnige Verabschiedung. Moment, soll ich das noch kurz zeigen? Eigentlich ist das, glaube ich, langweilig, aber fürs Prinzip. Ich habe ja gesagt, alles, was ich baue, will ich einmal in der Folge gezeigt haben. Danach kann ich es ja öfter noch machen. Das ist ja alles kein Stress. Aber ich will es einmal richtig gezeigt haben. So, was haben wir hier sonst noch drin? Lava, okay. Ich glaube, Lava gießt nicht alleine aus, also ist das ganz gut. Redstone an. So, habe ich hier noch? Ja, ich habe noch Sand Acorns. So. Und damit bekommen wir nämlich dann hier einfach Clear Glass gleich raus. Zumindest sollte das passieren. Und das hatte vor allem auch erstmal den großen, großen Vorteil, dass es abgebaut werden kann und da bleibt. Und das ist halt echt schön. Also deswegen will ich ehrlich gesagt dieses Glas benutzen, in erster Linie. Weil es stört mich dann nicht, wenn ich mich verbaue. Ah, das, was ich da hingestellt habe, die 7 Blöcke, die müssen dann jetzt natürlich vernichtet werden. Und färben tue ich das halt auch, indem ich das hier kleinstampfe. Das werde ich mal außerhalb der Folge machen. Die ein bisschen die Kohle kleinstampfen, aber wie gesagt, ja. Jetzt aber wirklich eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns, so hoffe ich, zur nächsten Folge. Bis dahin alles, alles Gute. Und ja, Mobgrinder und alles vorbereitet. Nächstes Mal die Mobfarm. Und dann hoffentlich eine Enderperle und dann den Vakuumhopper und dann die XP. Und dank der XP dann hoffentlich die, ja, dann hoffentlich mit den XP den Soulsand. Und damit dann, oh Gott, es hängt alles so hart miteinander zusammen. Ne? Ey, krass. Eine sonnige Verabschiedung von mir. Oh, Sunny, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ciao.